Hi Maria. Okay, dahinter hat sich Maria versteckt. Der Keller des Kellers. Wir waren im Keller und sind nochmal runtergelaufen und finden hier dann auch den Kupferring. Mehr glaube ich nicht. Und da hat sie es uns auch nochmal erklärt. Sie kennt Laura tatsächlich nicht, sondern, keine Ahnung, natürliche Mutterinstinkte oder sowas. Weibliche Instinkte. Maria, hast du gerade einen lustig klingenden fahren lassen oder? Ich glaube, sie sagt nein. Was ist das auch für eine Frage? Hast du gerade einen lustig klingenden fahren lassen? Naja, wir sind auf jeden Fall im dritten Stock. Die Frau war im zweiten Stock. Es gab diesen Raum, wo wir was verschieben mussten. War das S11? Das war dieser Kühlraum. Kein S-Raum, nicht der Storeroom, also nicht auf dieser Etage. Okay, zum Aufzug. Wo ist der Aufzug? Okay, wir müssen aber trotzdem wieder hier in diesen Bereich. Allein schon des Aufzugs wegen. Nicht in diesem Bereich, Maria. Warum läufst du immer vor und bist dann falsch? Ich würde, wenn ich schon hier bin, gern nochmal den Raum S11 testen, was da nochmal war. Nee, das ist nicht das mit der Kühlbox. Okay. So, auf zum Aufzug. Da ist die Frau. Wir können übrigens den Ring natürlich an der Frau testen. Aber ich denke, das reicht noch nicht. Ich habe den Kupferring auf die Hand der Frau im Gemälde gelegt. Sie ist immer noch abgeschlossen. Das heißt, einer Frau einen Ring zu geben reicht nicht. Sie ist dann immer noch abgeschlossen. Oh Gott, das war Ebene 3. Wir gehen also jetzt mal in Ebene 2. Bachman Road, 2 Rindell Street, 3
3, Nathan Avenue. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? When you know the answers, head to the storeroom on the third floor to collect your prizes. But be careful if you're wrong. Well then, everybody, thanks for tuning in. See you again sometime. What was that? Ich gehe mal wieder zurück in den Aufzug. Es war eben so gemütlich im Aufzug. Wir gehen in den dritten Stock und holen uns unsere Belohnung. Und ich werde da nochmal die Antworten referieren. Ich glaube, ich habe alles richtig beantwortet. Hab mir die ganze Zeit nebenbei auch noch das notiert. Storeroom. Ja, der Storeroom ist tatsächlich erreichbar. Okay, ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Wissen tue ich es nicht. Vielleicht habe ich sogar im alten LP schon gemacht, nur ich glaube nicht. Okay, der Storeroom im dritten. Storeroom. Wie wär's, wenn wir speichern? Einfach nur zur Sicherheit. So, also was gibt's? Hier ist eine Truhe, yay! So, Zahlenschloss. Frage 1 war die Antwort Nummer 3. Wie heißt der Vergnügungspark nördlich am See? Das ist der Lakeside Amusement Park. Frage 2. Wer war der Mörder von diesen beiden Kindern? Das war Walter Sullivan. Frage 3. Es gibt nur eine Straße, die South Wales mit Paleville verbindet. Also den Abschnitt, in dem wir gerade sind, South Wales, mit dem nördlichen Silent Hill. Und das ist die Nathan Avenue. Also wir haben Schrotpatronen, Schrotpatronen, Schrot, 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 Ampulle, Ampulle. Danke dafür. Das war unsere Belohnung. Die macht es uns um einiges einfacher und ich finde es einfach super, dass man belohnt wird als jemand, der sich mit der Stadt und der Umgebung auskennt, dass man in diesem Spiel wirklich dafür belohnt wird. An dieser einen Stelle. So, wir waren aber auf dem Weg zum zweiten Stockwerk, wo uns ein paar Krankenschwestern erwarten, die uns sehr, sehr lieb haben. Und wir waren auf dem Weg zu dieser Kühlbox, die wir allein nicht öffnen konnten. Och ja, der Nachladende mal wieder. Hör auf nachzuladen. Du kannst doch nicht dein ganzes Leben lang nachladen. Du musst auch mal schießen. Okay, wie wär's mit einem Energy Drink? So. Tschüss. Ja, jetzt hat sie... Jetzt hör auf, Mary weh zu tun. Sie heißt eigentlich Maria. Und will sich nicht wehren. Sie ist nämlich Pazifistin, musst du wissen. So, zweites Stockwerk. Hier hoffe ich auf den Raum mit der Kühlbox. Das kann M4 oder M6 gewesen sein. Checken wir erstmal M4. Nee, dann testen wir M6. Ihr seid so gemein. M6 wäre hier am Ende. Ach, das war der Raum. Schön, den wiederzusehen. Okay, M6, M4. Ach, es steht ja sogar drauf. Okay, das hier ist die Kühlhalle. Muss mir vielleicht auch noch notieren, dass ich danach nach S3 muss. Da wartet nämlich die Frau. Aber erstmal die Kühlbox. Hallo Kühlbox. Hallo Marco. Ich werde dich jetzt öffnen. Okay. Aber erst mache ich eine kurze Pause. Okay. So, die Kühlbox. Maria, jetzt wo du da bist, könntest du mir dabei helfen, denn ich bin eine schwächliche Pussy. You can't open it? Yeah. Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? What's this? Not
not very cute, is it? You're James. You take it. Thanks. Ich hab den Bleiring. Ja, wir haben den Kupferring bereits an die Hand gesteckt und als zweites kommt der Bleiring dran. Dafür muss ich jetzt den Aufzug wiederfinden, richtig? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Aber der Aufzug läuft ja auch nicht weg. Er fährt ja. Und die Frau war jetzt, das habe ich mir auch extra notiert, Stockwerk 3. So, Stockwerk 3. Auf zur Frau. Sie wartet dort auf uns. In freudiger Erwartung auf ihren Ring. Und den soll sie auch kriegen hier. Immer diese Frauen mit ihren Ringen. Sieht so aus, als könnte ich den hier nicht verwenden. James, ich will nicht, dass du ihn dir in den Hintern steckst. Du sollst ihn einfach an die Hand dieser Frau stecken. Danke. Ich habe den Bleiring auf die Hand der Frau im Gemälde gelegt. Und die Tür hat sich geöffnet. Und wir können durch. Das ist so eine Eigenschaft von offenen Türen. Man kann durch. Okay, wir sind hier im untersten Stockwerk, das in diesem Treppenhaus erreichbar ist. Und hier liegt eine Notiz. Ein Umschlag auf dem Boden, er enthält ein schwer zu lesendes Schreiben. Ich nahm den Schlüssel vom Direktor, den fürs Museum. Museum, da werden alte Kühe ausgestellt. Ich hab ihn hinter der betenden Frau versteckt. Die bestellt gerade ein Bet. Ich weiß gar nicht, warum das schwer zu lesen zu sein soll. Als ich für den Tagesausflug rauskam, ich hab ihn genommen, aber ich hab ihn nicht gestohlen. Ich bin kein Dieb. Okay. Das war so der Nehmer, nicht Dieb. Der Ringe. Das Schloss ist kaputt. Und hier gibt's eine sehr, sehr tiefe Treppe. Vielleicht ist auch das der Keller des Kellers. Das macht irgendwie mehr Sinn. Es ist ein noch tieferer Keller des Kellers. Noch kelleriger. Und wir haben ein Problem. Wir werden nämlich verfolgt. Verfolgt von lauten Schritten. Ups. Wir werden verfolgt von Pyramid Head, der versucht, Maria aufzuspießen. Ich habe mich daran gar nicht mehr erinnert und deshalb ist sie jetzt tot. Ich frage mich, wer öfter stirbt, James oder Maria? Naja, das werden wir ja wohl rausfinden. Fakt ist auf jeden Fall, Maria sollte hier nicht sterben. Wir wollen ja, dass sie uns weiterhin begleitet. Auf unseren endlosen Reisen durch. Stiller Hügel. So. Wie wär's, wenn ich meine hübsche, angebetete Schrotflinte zu Hilfe nehme? Kann nicht speichern, okay. Ich kann auch nicht wieder raus, oder? Doch, kann ich. Und hier kann ich speichern. Gut. Maria, kommen Sie mit. Maria, kommen Sie schneller mit. Maria, das ist der Moment, wo du laufen sollst. Ich wusste, dass sowas passiert. Ihr müsst nämlich wissen, Maria ist nicht sehr intelligent. Sie rafft es nicht, wenn sie laufen soll. Okay, weiter. Ist ja noch nicht. So, wir haben ihn geschwächt. Maria, komm. Danke, dass du gekommen bist, Maria. Danke. Ich hasse diesen Abschnitt des Spiels, weil es einfach nur Schwachsinn ist. Okay, wir müssen Maria irgendwie besser verteidigen. Wie wär's damit? Vielleicht sollte ich besser die Pistole benutzen, ich weiß es ja auch nicht. Erstmal nachladen. Hab ich jetzt nachgeladen? Nee, sie ist leer, um genau zu sein. Okay, wir nehmen doch die Schrotflinte. Wir laufen. Gehen aber wir zurück. Ballern den Typen an. Zweimal von mir aus.
Und dann laufen wir. Maria, okay. Lauf. Lauf einfach. So, Maria, lauf. Lauf. Lauf! Maria ist einfach zu doof. Ich sollte das vielleicht einfach als natürliche Auslese interpretieren. Was passiert, wenn wir einfach ganz schnell sind? Das war nicht schnell genug. Es ist auf jeden Fall definitiv ein Problem, dass Maria sich willentlich in den Speer dieses Pyramid Head stürzt. So, ich schieße. Maria will laufen. Muss ich dich schieben? Bist du doof? Wieso bleibst du stehen? Verstehe es einfach nicht. So, Maria, kommst du bitte um die Ecke? Gehst du jetzt aus dem Weg, bitte? So, wir haben ihn... Okay, geht nicht. Tschüss. Hau dir gegen deinen verdammten Bleischädel. Komm, Maria. Komm, wir hauen ihm gegen den Bleischädel. So, das hört sich ziemlich hohl an, findest du nicht, Pyramid Head? Da nochmal, hier, kannst du haben. Das sieht gerade ein bisschen absurd aus, muss ich zugeben. Aber es scheint ja fast die einzige Methode zu sein. Okay, hier, bitte, nimm das gegen deinen Bleischädel. Vielleicht hilft es ja. Hier, da. Bringt gar nichts, aber er greift sie nicht an. Komm bitte mit, Maria. Ja, Pyramid Head, komm auch mit. Nee, hier wird nicht gehauen. Benimm dich. Benimm dich. So, Maria, kommst du mit? Okay, bleib da stehen, werd aufgespießt. Kannst du auch machen. Ist mir mittlerweile fast schon egal. So. Nee, komm, wir entscheiden uns doch für das Rennen.